Auf der Autobahnauffahrt Kirchheim Ost hat ein Autofahrer Donnerstagnacht die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 26-jährige VW-Golffahrer war gegen 23.45 Uhr an der Anschlussstelle Kirchheim Ost auf den Zubringer zur A8 in Richtung Karlsruhe aufgefahren. In einer Kurve kam das Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Rettungsdienst war im Einsatz und brachte den Fahrer in eine Klinik. Der Schaden am VW beträgt rund 15.000 Euro.